Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und wir sind wieder bei einem neuen Silvi packt aus. Und hier kommt auch eins meiner Dinge, die ich sehr, sehr gerne verwende. Das ist jetzt kein Stricktool, sondern das ist ein Schnappverschluss. Schnappverschlüsse kennt ihr sicherlich von Brillenetuis, die drückt ihr auf, dann könnt ihr eure Brille rausnehmen und dann schnappt der von alleine wieder zu. Dieser Schnappverschluss ist hier ein bisschen besonders. Der hat erstmal 30 cm Breite bzw. Länge, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und natürlich packen wir den aus und dann zeige ich euch gleich, was es damit auf sich hat. So, einmal raus. Und weil der so lang ist, seht ihr hier auch diese Gelenke dazwischen. Denn der Schnappverschluss, den drückt man nicht zusammen, kann ich natürlich logischerweise, und dann bleibt der nur so lange offen, wie ich drücke, sondern der Schnappverschluss hier, den kann ich auseinanderziehen und dann bleibt der offen, praktischerweise, eben durch diese Gelenke hier. Und ihr seht, das ist ganz, ganz praktisch, gerade für große Projekte und all die Leute, die sehr, sehr gerne Projektbeutelchen machen. Hier vorne ist ja auch ein Täschchen drauf, ein Kosmetiktäschchen ist das. Wenn wir sehen, dass da so Lippenstift und so weiter drin ist. Der ist übrigens von Prüm. Hier hinten, das finde ich auch ganz praktisch, habt ihr eine kleine Kurzanleitung, wie man eben dieses Projektbeutelchen, was ihr hier auf der Vorderseite seht, näht. Sogar mit abgenähten Ecken und einem Standboden und einem Tunnelzug. Das ist also auch ganz praktisch. Das finde ich sehr, sehr schön, dass hier so eine kleine Kurzanleitung dabei ist. Und ich finde den, wie gesagt, auch ganz praktisch für Täschchen. So eins habe ich hier mal. Das ist übrigens unser Donnerschlag von morgen. Und ihr seht, wenn ich den aufmache, habe ich hier eine Tasche, die offen stehen bleiben kann. Egal, ob ich das jetzt für mein Strickzeug benutze oder für Kosmetik. Wenn ich das für Kosmetik mache, würde ich hier übrigens ein bisschen Stoff entgegennähen, am besten den beschichteten Stoff. Und dann kann ich das immer offen stehen lassen und ich drücke den einfach zu, zack, und dann ist der flach und ich kann den mitnehmen. So. Was außerdem noch praktisch ist, an diesem Schnappverschluss, gerade wenn ich mir so ein Täschchen mache, ihr seht, der geht auch ganz leicht wieder zusammen, der hat hier rechts und links, da seht ihr es, diese kleinen Penöpelchen, Schrauben, Verschlussschrauben, die guckt hier, die eine guckt ihr hier schon zur Hälfte raus und die kann ich rausziehen. Am besten nehmt ihr euch da, ich habe hier immer eine Zange dabei, weil der sitzt natürlich fest und der soll ja auch fest sitzen und ist auch gut so. Und dann können wir den hier rausziehen. So, den müsst ihr gut aufbewahren, den Stift. Und dann kann ich das hier aufmachen und einsetzen. Natürlich am Ende wieder verschließen, das zeige ich euch gleich. Da gibt es so ein paar Tricks dabei. Und dadurch kann ich den, wenn ich den in meine Taschen einsetze, jederzeit zum Waschen rausnehmen. Das heißt, ihr müsst das Metall nicht mitwaschen. Da gibt es keinen Rost und keine Rostprobleme. Und ich nehme den einfach raus und setze den wieder ein. Und das Einsetzen ist dabei auch ganz, ganz einfach. Ich habe hier mal die zweite Tasche aus unserem Donnerschlag von morgen. Ihr seht, das ist auch kleines Täschchen, Kosmetiktäschchen, Projektbeutelchen. Und ich habe in etwa hier, der ist gehäkelt jetzt, den seht ihr morgen, wie der gemacht wird. Und ihr seht ja hier auf dieser Anleitung, dass ihr hier einen offenen Tunnel an der Seite machen sollt. Also wie für einen Kordelzug. Ihr könntet hier also auch eine Kordel beispielsweise einsetzen und das zusammenraffen. Und hier sind meine offenen Ecken. Die habe ich natürlich auf der anderen Seite auch so. Und dann setzen wir den einmal ein. Und das ist auch, ihr seht es, gar nicht schwer. Ich muss den nämlich nur, also ich klappe mein Beutelchen zur Hälfte zusammen. So, und dann schiebe ich hier die eine Seite ein bisschen rein. Dann kann ich das hier ein bisschen zurückziehen. So. Und dann schiebe ich die andere Seite rein und dann schiebe ich den einfach durch meinen Tunnel durch. So.
Lässt sich also auch, wie ihr seht, ganz gut machen. Dadurch, dass der ja steif ist, die Gelenke bewegen sich hier zwar ein bisschen zwischendurch, aber einmal schön immer mit der Ruhe durchschieben und schön gleichmäßig. So. Zack, zack, zack. Und dann kommt der auch schon auf der anderen Seite raus. So. So, da ist der drin. Das heißt, ne, den kann ich jetzt hier öffnen und schließen. Bevor ich das mache, muss ich den natürlich am Ende aber wieder hier verschließen. Und jetzt seht ihr, habt ihr hier einmal die Löcher, wo es reingeht und einmal das Gegenstück an Loch. Und ihr seht noch hier eins, und das ist nämlich das, was es uns ein bisschen schwer macht. Hier dieser kleine Gegendruck, der nämlich auch dafür sorgt, dass uns hier unser kleiner Stift, der da reingehört, nicht einfach zwischendurch abhaut. Und das ist auch ganz wichtig. So, jetzt müssen wir, damit wir diesen Stift einsetzen können, müssen wir das Ganze so drücken, dass hier beide, ihr seht's, beide Löcher wieder bündig aufeinander sitzen. Und wenn ich das per Hand mache, dann seht ihr, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, dann sitzen die ein bisschen auseinander. Das liegt hier an diesem Ding, was uns da gegendrückt. Und deswegen benutze ich an der Stelle gerne eine Rohrpumpenzange, weil die auch gut hält und keine andere. Und dann nehme ich die hierher, so, drückt das einmal zusammen. So, und ihr müsst wirklich gucken, dass das gut bündig ist. So. Und dann seht ihr, wenn ich hier drücke, drücke ich den Stift ja hier mit. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich drücke hier oben zuerst, entweder oben oder unten, das ist egal. Ich würde euch oben empfehlen. Ich drücke quasi mir zuerst hier oben nur den oberen Teil gegen das Loch. Das heißt, ich versuche zu vermeiden, dass ich in der Mitte diesen Mittelstift da habe. Und dann seht ihr, wenn ich hier drücke, kriege ich das auch gut bündig. Na, ich hole es euch nochmal ran. Da ist es bündig und das will ich auch haben. Das heißt, ich kann jetzt hier da meinen Stift einsetzen. Der ist jetzt aber nur bis zur Hälfte drin, weil der kommt ja nicht unten durch. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Ihr seht, hier ist das jetzt so ein bisschen, ne, aus der Mitte versetzt. Ist auch nicht schlimm. Dann nehme ich jetzt meine Rohrpumpenzange wieder und drücke jetzt hier diese untere Hälfte zusammen. Da. Also die einfach gegeneinander drücken und diesen Mittelteil spare ich aus. So. Und dann muss ich jetzt hier so ein bisschen angeln und gucken, dass ich das... Huch, da sind wir wieder im Bild. Muss ich jetzt hier so ein bisschen, ne, gucken, dass ich von oben dann auch an der Stelle das Ganze so hinkriege, dass der mir da durchkommt, der Stift von oben. Und dann drücken wir den jetzt hier natürlich auch wieder runter. Ihr seht, es ist also, das ist jetzt vor der Kamera auf jeden Fall ein bisschen fummelig, weil ich natürlich hier gerade meinen Einblick nicht habe. Aha. So, Moment. So, und dann drücke ich mir das immer ein bisschen hier auf den Tisch. So, seht ihr? Und da ist unser Splint hier drin. Der sitzt jetzt oben bündig. Und der Trick ist eben, dass ihr das in zwei Schritten macht. Also zuerst oben durch, ne, bis zur Hälfte. Und dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr euer Mittelding hier mit der Zange nicht zusammenbiegt. Weil wenn ihr diesen Mittelstreifen, der jetzt hier, wenn der drin sitzt, hier dagegen drückt und diese Seite ein bisschen aus der Mitte drückt, absichtlich, damit der Stift nicht von alleine rausfallen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr den beim Einsetzen aber mit zusammendrückt, dann habt ihr es wirklich schwer, das Dingelchen hier durchzukriegen. Das heißt, so wie ich es euch gezeigt habe, ne, zuerst einmal oben
die ersten beiden zusammendrücken und dabei darauf achten, dass ich hier mit der Zange, jetzt dadurch, dass ich ja den Stift schon drin habe, kann ich es euch ja zeigen. Also das heißt, ne, ihr drückt so drauf, ihr seht, dass dieser Mittelstift das mittlere so ein bisschen nach außen drückt. Das heißt, ihr setzt wirklich die Zange so an. Ihr seht hier, dass ich den oberen hier bündig auf den anderen drücken kann. Dann kommt der Stift hier bis zur Mitte durch. Und dann mache ich das Ganze, so, das kann man auch gut sehen von der Richtung, wie ich das jetzt hier drin habe. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Ihr seht es, ne? Das ist wirklich Millimeterarbeit von der anderen Seite. Und dann kriege ich den auch ganz bequem rein. Und jetzt, ne, kann ich hier drücken. Da kann ich machen, was ich will. Da sitzt der bombenfest da drin. Und das soll ja auch so sein, denn wir wollen ja nicht, dass der uns mittendrin rausfliegt. So, und dann kann ich jetzt hier bei meiner Tasche natürlich die Enden auch drüber schicken. Ich finde hier das gar nicht schlimm, dass man die Eckchen außen sieht. Wen das stört, der kann ja da an der Stelle noch einen Knopf drüber machen oder so. Und schon ist meine Tasche auch fertig und ich kann die jetzt öffnen. Die steht wunderbar offen. Ich kann hier alles reinmachen. Also wenn ich da ein Schminktäschchen draus mache, dann kann ich jetzt wirklich gemütlich im Bad stehen und da drin in all meinem Schminkzeug rumkramen. Natürlich ist das auch super als Projektbeutelchen. Und ich kann mir hier natürlich auch alles reinmachen, was ich da reinmachen möchte. Und wenn ich gehen will, dann drücke ich den einfach zusammen und zack, ist der zu. Und zum Auseinanderziehen ziehe ich den einfach auseinander. Also, der 30 cm Schnappverschluss von Prüm. Eins wirklich auch meiner Dinge, die ich sehr, sehr gerne benutze, gerade wenn ich eben solche Täschchen oder Aufbewahrungsbeutel und mache. Auch wenn ihr jetzt für eure Kinder, beispielsweise für Lego, Playmobil und Co., Aufbewahrungssachen macht, das geht super, kriegen Kinder prima auf und können sie auch ganz einfach wieder zusammenklappen und die Dinger sind auch waschbar. So, hier habt ihr das ganze Ding noch einmal im Bild. Ne? Schnappverschluss, ich hoffe, mein kleines Silvi packt aus, hat euch wieder gefallen. Die Tasche bekommt ihr morgen im Video, da gibt es das Tutorial, wie man diese schöne Kosmetik- oder Projekttasche häkelt. Und ich freue mich, wenn euch mein kleines Video gefallen hat. Und sagt mir doch auch eure Gedanken, was ihr hier von diesem Schnappverschluss haltet. Was ihr sonst zum Verschließen benutzt, natürlich außer Knöpfen und Co. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das kommt natürlich schon morgen, der Crazy Donnerschlag. Und den verpasst ihr nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.